willkommen zu unseren kleinen Blogs, die wir jetzt machen. Warum machen wir jetzt Blogs? Wir machen Blogs, um den Zuschauern zu zeigen, wie wir unser Spiel Industria machen. So ein bisschen wie High the Seeds mäßig nehmen wir euch ein bisschen mit, wie wir hier so arbeiten. Und ich mache jetzt erstmal einen Kaffee. Also insofern gleich mehr. Vielleicht noch was zu mir. Ich bin David. Ich habe das Projekt damals vor 3-4 Jahren mit Steve, den wir später nochmal sehen, ins Leben gerufen und mache für das Projekt 3D-Kram, Texturen und Writing vor allem. Schauen wir uns mal die Story an. Ja, das heutige Thema des Ganzen, würde ich sagen, ist vor allem Story. Wir haben die letzten Tage und Wochen viel in der Story von Industria gesessen. Das war mal ein ganz anderes Spielgenre, dann waren es ganz andere Charaktere und dadurch war das immer ein sehr lochhaftes Skript, könnte man sagen. Und jetzt haben wir uns nochmal überlegt, wie könnte man das Ganze fixen. Da hatten wir ein schönes Gespräch mit dem Writer von Portal, Half-Life und Left 4 Dead. Co-Writer Chad Fallisek, der hat sich bereit erklärt, mit uns zu reden, hat uns geile Tipps gegeben, wie wir die Story ein bisschen aufpimpen können und so grundlegende Story-Prinzipien anzuwenden. Das Setting ist tatsächlich gleich geblieben. Es war immer schon der Mauerfall. Also für Deutsche ist es ein klares Thema, für US-Amerikaner vielleicht nicht so, aber wie wir vielleicht alle wissen, ist vor etwa 30 Jahren die Mauer gefallen, am 9. November 1989, und unser Spiel fängt an diesem Abend an. Ja, und dann fängt es eben an hier mit einem TV-Ausschnitt, wo man eben sieht, okay, der Nachrichtensprecher spricht über die Mauer, dann kommt ein sehr wichtiges Telefonat, dann kommt die Wohnung von Nora selbst, von dem Spieler, von dem Charakter, und dann geht es auf den Weg in die geheime Forschungsanlage, wo eigentlich das Ganze abgeht und dann geht es eben weiter, aber das wollen wir natürlich nicht verraten. Also vor allem, was ein großes Problem war der Mittelteil des Spiels. Intro und Outro waren eigentlich immer eine safe Sache. Das ist eigentlich immer klar gewesen und auch relativ einfach umzusetzen. Der Mittelteil, wo quasi das Hauptspiel ja stattfindet, ist eigentlich das Hauptproblem. In dem Gespräch mit Chad ist rausgekommen, dass wir große Fehler gemacht haben im Storytelling. Und zwar haben wir quasi Sachen, auf die man eigentlich hinarbeiten sollte, schon direkt am Anfang mehr oder weniger verraten, sodass man eigentlich keinen Ansporn hatte mehr, das Spiel eigentlich wirklich zu spielen, weil da gar keine Mystery mehr war. Das heißt, was wir jetzt wirklich hinzugefügt haben, ist so eine Step-by-Step, eben mit diesen Pfeilen habe ich das hier so dargestellt, so eine Step-by-Step, wie man da so das Spiel ja, begleitet wird und Stück für Stück die Geheimnisse der Welt herausfindet. Und das war halt nie da und das ist jetzt da und ja, da freuen wir uns ziemlich drauf, das umzusetzen. Zeige ich nochmal Anfang des Spiels. Tatsächlich kommen wir jetzt schon ins Main Menu. Hat vielleicht der ein oder andere schon auf den Social Medias gesehen. Man fängt ja eben in der Wohnung am Abend des Mauerfalls an und würde sich dann zum Forschungsinstitut hinbegeben. Was gedacht war als längere Sequenz mit irgendwelchen Autofahrten und dann kann man das Spiel spielen, dann wird einem die Kontrolle wieder weggenommen und dann kann man es wieder kurz spielen, dann wird es wieder weggenommen. Das möchten wir halt diesmal verhindern. Haben uns gedacht, okay, die Wohnung, die Idee hatte Lukas hinter der Kamera, dass man direkt von der Wohnung eigentlich in die Forschungslage geht, ohne eine große Zwischensequenz. Das ist ein Gameplay-Teil. Wir befinden uns jetzt hier in den Büros der Forschungsanlage und suchen unseren lieben Dr. Walter Rebel, unseren Lebenspartner. Man sieht hier dieses große Gerät da hinten, hinter dieser Brücke, man sieht es gerade schlecht. Deswegen kommt auch diese gesamte Brücke, die wir hier sehen, raus. Und anstatt dass man in dieser kleinen Kammer hier sich dahin bewegt, läuft man aus einer schmalen Metallbrücke quasi so auf diese große Maschine zu.
Jetzt geht's zu... zu Lukas. Oh, hallo. Lukas. Kommen Sie mal mit. So, die Leute werden sich jetzt fragen, wer ist Lukas? Genau, ich bin dabei, weil wir uns schon seit der Schulzeit kennen. Und als es dann alles angefangen hat, war dann irgendwie, ja, lag es auf der Hand, dass man das zusammen startet. Ich bin da und mache die ganze Musik und hoffentlich dann auch irgendwann, wenn das alles dem Ende zugeht, dann auch so Sounddesign-Geschichten. Naja, also genau, an der Stelle passiert genau das, dass Nora, die man ja spielt, eben aus ihrem Apartment rausgeht und zu ihrem Arbeitsplatz, dem Institut, rüberläuft, was fußläufig von ihrer Wohnung entfernt ist. Und dann gibt es einen riesen Knall und die Erde bebt. In dem Moment, wo es den Knall gibt, wird die Verbindung zwischen dem Hier und Jetzt, was 89 darstellt, und einer anderen Zeit zusammengeführt. Es gibt praktisch die Zusammenführung zweier Universen, wenn man so will. Ja. Das ist eine kleine Synthie-Geschichte, die hier anfängt, um ein bisschen Spannung zu erzählen. Dann kommt hier nochmal so eine Fläche rein, die ein bisschen bedrohlicher ist. Hier unten ist mehr oder weniger ein Sample, was ich aus alten Gesangsaufnahmen gemacht habe. Das klingt dann so. Man könnte dazu sagen, dass wir da ein bisschen uns noch ein bisschen Tschernobyl, die Serie, angeschaut hatten. Was ja ein bisschen Inspiration auch war und so ein bisschen, obwohl, genau, nicht ganz. Genau, tatsächlich, genau, wir hatten ein bisschen rumüberlegt und da auch Vergleiche gezogen. Dieses ganze Gebilde, also die ganze Architektur dieses Ortes und der Geschehnisse ist auf eine Art und Weise gleich, weil Tschernobyl natürlich die Ausmaße verheerend waren und wir hier es eher mit so einer großen Frage zu tun haben, was eigentlich passiert ist, und es ist erstmal niemand zu Schaden gekommen, was dann eben auch die Frage aufwirft, wie sich das dann anfühlt, wenn es einen Riesenknall gibt, aber am Ende man sich umguckt und nicht genau weiß, was passiert ist und alle noch da sind. Wir hatten, ich glaube es war 2016, als so die ersten Szenen, glaube ich, standen, da sind wir dabei auf ein Thema gekommen, was bislang immer noch im Spiel, immer noch an genau dem Platz ist, wie es auch schon vor 4 Jahren war. Wenn wir einmal in das Original von 2016 hören, was jetzt auch immer weiterentwickelt wurde, dann hört sich das alles so an. Hier mit einem sehr weichen Sound und dann hier eben mit einem eher mit so einem 80s angehauchten Synthie. Genau, und da geht es jetzt einmal so ein bisschen um die Frage, wie fühlt sich Nora in dem Moment, den man ja spielt, und wie entwickelt sich, oder wie viel will man auch schon mit der Musik vielleicht vorher sagen, was gerade passiert ist. Und auch die große Frage, die sich jetzt nochmal auch so im Skript geändert hat, wie deutlich wird dadurch auch das Verhältnis zu ihrem Arbeitskollegen, der eine ganz wichtige Rolle in dem ganzen Spiel hat, und wie emotional will man das Ganze aufladen und in welche Richtung will man gehen. Das wär's für diese Woche. Wir melden uns, wenn wir wieder was Neues haben. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.